What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich euch endlich zeigen kann, wie es wirklich bei mir zu Hause aussieht. Nämlich so. Die Macht der Anziehungskraft hat zu etwas geführt, das nur die Macht der Anziehungskraft machen kann. Yeshua, bring mir das Buch. Shalom. Dieses Buch beinhaltet meine Ziele in Bezug auf YouTube, die 100.000 Abonnenten erreichen, eine Naked-Palette zugeschickt bekommen, ein Video mit Michael Buchinger drehen, denn seit I kissed myself and I liked it, I kissed myself and I liked it, the taste of my cherry chapstick, I kissed myself just to try it. War dies ein sehr großer Traum von mir. Es hat ein großes Ereignis stattgefunden. Denn er hat mich aufgesucht als spirituelle Lehrerin, um seine innere Mitte zu finden. Hallo Chaco, ich bin es, YouTuber und Nervensäge Michael Buchinger. Ich bin gerade erst aufgewacht und deswegen sehe ich auch so aus, als hätte ich die Nacht in einem Erdloch verbracht. Und jetzt dachte ich mir, ist doch der ideale Zeitpunkt für Yoga. Ich möchte gerne Yoga von dir lernen. Ich bin generell schon Yoga interessiert und ich hatte bis jetzt 2 oder 3 Yogastunden. Aber was mich daran ein bisschen gestört hat, ist, dass diese Leute immer sehr, sehr spirituell waren und so meinten, wir stellen uns vor, wir atmen den goldenen Faden durch das eine Nasenloch ein und durch das andere Nasenloch aus. Und ich dachte mir, was ist dieser goldene Faden und warum penetriert er meine Nasenlöcher? Bitte stopp. Du hast mir für meine Yoga-Lektion eine Videobotschaft geschickt und ich sehe sie mir jetzt an. Ich hoffe, du bist nett. Namaste, oh, es war ein bisschen zu laut eingestellt. Namaste, Michael. Namaste. Ich freue mich sehr, dass du zurückgefunden hast zu Lektion Nummer 2 deines spirituellen Pfades. Heute soll es um das Thema Yoga gehen, denn Yoga ist sehr gut für dich. Nach dem Yoga fühle ich mich immer sehr entspannt und ich bin nie entspannt. Ich habe dir 2 Videos geschickt, Yoga für Anfänger. Ich möchte, dass du dir von beiden Videos nur ein ganz paar Sekunden anguckst und dann für dich entscheidest, mit wem von diesen beiden Menschen du gerne Yoga praktizieren möchtest. Weil mit Yoga ist es wie mit Mathematik. Ist der Lehrer scheiße, macht es keinen Spaß und es bringt dir überhaupt nichts. Sieh das Ganze nicht zu 100% als Sportstunde, sondern das ist wirklich so entspannt und der Körper kribbelt und wird warm und es fühlt sich gut an, ja. Das klingt alles ein bisschen komisch, aber das ist halt das, was ich an Yoga geil finde. Wir sehen uns danach wieder. Das klingt in der Tat sehr geil. Dann hast du mir hier 2 Videos geschickt. Einmal Nummer 1 von Maddie Morrison. Hi, ich bin Medi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hallo Medi. Heute startet mein allererstes Yoga-Video hier auf YouTube. Also die wirkt nett. Die wirkt so, als würde sie die Sonne in sich tragen. Ja, mit ihr könnte ich mir vorstellen, Yoga zu machen. Und Acid zu nehmen, aber erstmal Yoga. Dann haben wir hier Nummer 2, Yoga-Workout von Happy and Fit Yoga. Hallo, schön, dass du dabei bist zu meinem Programm Vinyasa Flow für Anfänger. Da ist mir ein bisschen zu viel zu Pornomusik im Hintergrund, also nehme ich Nummer 1, Medi. Zu diesem Anlass habe ich mich angezogen wie ein Mitarbeiter in einem Raumschiff. Du hast es mir zwar nicht befohlen, aber weil ich ein blöder Streber bin, habe ich mir auch so Salbei aus dem Internet bestellt. Damit ich jetzt vor dem Yoga diesen Raum von all diesen negativen Energien befreien kann. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist echt gefährlich. Stopp, hör auf zu rauchen, bitte. Ja, das riecht wie in so einer Kifferbude jetzt. Jetzt beginnt mein Workout. Es ist kein Workout, es ist eine Entspannungsübung für mich. Siehst du, wie viel ich lerne? 20 Minuten, ach, das ist aber ein bisschen lang, okay. Mal einatmen, Schultern hochziehen zu den Ohren, ausatmen, über, hinten, unten, sinken. Ich habe Sellerie gefrühstückt. Zieh die Wirbelsäule in die Länge. Spür deine Atmung. Vergessen zu atmen. Ach, sie macht das ganz anders. Dehne ich rüber zur linken. Oh! Einatmen, komm zurück zur Mitte.
Es ist okay, wenn es schmerzt. Ja, das ist mein Problem. Ich bin sehr verkürzt. Mein Boden ist sehr staubig. Oh, jetzt wird es sexy. Ist es okay, beim Yoga Geräusche zu machen? Oh, ja, 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 ja. Warum? Ausatmen, jetzt den Bauch und so ein bisschen von links nach rechts. Das ist cool. Einatmen, nochmal heben, kleine Kobra. Und jetzt löst die Hände von der Matte. Haltet es jetzt hier wirklich nur aus der Kraft des unteren Rückens. Au! Und dann roll dich. Mach dich zu einem ganz kleinen Päckchen. Und dann bleib gerne auch hier für ein paar Minuten in deiner Schlussentspannung liegen. Sie hat Schluss gesagt. Die Handflächen zeigen nach oben. Es war tatsächlich schon sehr entspannend, ich gebe es zu. Allerdings, falls es dir nicht aufgefallen ist, ich habe einige Probleme. Ich vergesse immer zu atmen und wenn ich dann irgendwie so mitten in einer Übung bin und ich mache gerade so, da fällt mir auf so, oh Gott, ich habe irgendwie seit 20 Sekunden nicht geatmet. Gibt es vielleicht einen Trick, um regelmäßiger zu atmen? Ich klinge so wie der dümmste Mensch der Welt, der nicht mal alleine atmen kann. Ich bin außerdem ein bisschen verkürzt. Das heißt, diese ganzen Übungen, wo man dann irgendwie so stehen muss und seine Füße berühren sollte, fallen mir etwas schwer. Was könnte ich stattdessen tun? Außerdem, das ist vielleicht ein Problem, das man nur hat, wenn man so Yoga mit Yoga-Video am Computer macht, aber wo soll ich meinen Laptop platzieren? Wenn sie sagt, wir schauen jetzt nach rechts und dann schaue ich nach rechts, aber mein Laptop steht links. Liebe spirituelle Königin Chaco, wie hat dir meine Yoga-Einheit gefallen? Hast du noch ein paar Tipps für mich? Was könnte ich besser machen? Außer alles vielleicht. Ich freue mich auf dein Feedback. Das war so wunderschön. Also erstmal zum Thema goldener Faden. Ich warne dich jetzt schon mal vor. Pass auf, wenn du dich viel mit diesen Dingen beschäftigst. Ich ertappe mich täglich dabei, wie ich Dinge wie Frieden, Liebe, innere Mitte oder auch ich habe mich geerdet sage. Und da musst du sehr vorsichtig sein, denn der Grat zwischen ich finde das ganz cool und ich werde verrückt ist sehr schmal. Aber ja, für mich ist es okay. Die Leute fanden mich schon immer komisch. Kommen wir zu der Sache mit dem Atmen. Das ist überhaupt nicht dumm, sondern es ist der Anfängerfehler Nummer 1, den ich auch heutzutage noch manchmal mache. Deswegen ist wahrscheinlich auch der meistgefällteste Satz in Yogastunden, bitte das Atmen nicht vergessen. Deswegen kann ich dir keinen Tipp geben, außer erinnere dich einfach immer wieder daran, dass du atmen musst. Ich bin natürlich sehr tief in mich gegangen und habe gedacht, wie kann ich Michi noch anders helfen? Und die einzige Lösung, die mir ansonsten eingefallen ist, ist, du könntest dir ein Schild aufstellen. Punkt Nummer 2, auch super wichtig, Verkürzung. Musst du durch. Was du machen kannst, ist, du kannst den Schal zur Hilfe nehmen. Wenn du beispielsweise jetzt die Beine so ausstreckst, dann kannst du den Schal zur Hilfe nehmen und dich ranziehen. Und so kommst du ein bisschen schneller voran, aber du kannst keine Übung stattdessen machen, weil die nun mal wichtig sind, um die Verkürzung wegzubekommen. Und das sind eben genau die Übungen, die dich hinten verlängern und dazu führen, dass bald deine Füße dein bester Freund sind und du sie täglich anfassen könntest, wenn du wolltest, dann könntest du sie dann immer anfassen, weil du sie anfassen kannst. Und zu deiner letzten Anmerkung, der PC. Ja, ich kenne das, dass man immer nicht sehen kann, was die Frau macht und dann ist der PC zu hoch oder zu tief oder zu weit rechts oder links. Da kann ich dir nicht viel zu sagen, außer das wird sich irgendwann verbessern, weil du die Grundposition irgendwann kannst. Eigentlich ist Yoga sowieso am coolsten, wenn du es nicht geführt machst, sondern einfach alleine im Stillen mit dir selbst. Aber dafür musst du ja erstmal herausfinden, was ist das überhaupt und was gibt es für Positionen und wie ist das eigentlich alles. Deswegen, ja, muss man irgendwie durch. Und falls ihr alle, die gerade zuschaut, meine Süßen, Bock habt, wir haben noch einen zweiten Teil gedreht zum Thema Meditation. Ich bringe Michi die Meditation bei. Diesen Teil verlinke ich hier. Schaut da auf jeden Fall vorbei und abonniert den lieben Michi Buchinger, weil, falls ihr es noch nicht getan habt, weil Michi wirklich einfach cool ist. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ihr seid süß, ihr seid klein. Bis gleich.